Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, geht wieder weiter mit der Hessenliste. Und zwar heute haben wir auf dem Gabentisch das Binding Römerpilz. Kenne ich noch nicht. Binding haben wir schon mal ein bisschen was, ja, schon öfters mal gehört irgendwie. War auch so öfters schon Zuschauerwunsch gewesen. Allerdings, ich kenne es nicht und auch hier in Berlin hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten, das zu beziehen. Deswegen danke nochmal an den Michael, der es mir hat ermöglicht. Ja, Freunde, seit 1870 Binding, das Frankfurter Original Römerpilz. Ja, so sieht das Ganze aus. Soll wohl auch eine neue Aufmachung bekommen haben. Ich schalte es mal rein, so schaut das Ganze aus. Früher soll das wohl anders ausgesehen haben, keine Ahnung. Ja, 4,9% Umdrehungen. Was haben wir da drin? Wasser, Gerste, Malz und Hopfenextrakt. Naja, ist zumindest ein klassischer Industriestandard aus Hessen. So, wir haben natürlich wieder Bierdurst. Ich würde sagen, machen wir mal auf das Ganze. So, Römerpilz. Mal schauen. Die Kapsel ist bedruckt, steht sogar drauf. Binding Römerpilz, finde ich gut. Hat also eine eigene Kapsel abbekommen. Finde ich schön. Und ja, Entspannungsverdampfung kommt auf jeden Fall raus. Sieht gut aus. Ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Aber schon wieder Bierdurst. Da kommt ein bisschen ruppig da hinein. So. Mal gucken. Ist ein Bier, Freunde. Gibt sich als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal gut. Zwei fingerbreite Blume. Das Ganze ist, ja, würde ich schon sagen, schneeweiß. Fein bis mittelporig. Keine Kraterbildung zu erkennen, dafür ein paar Luftbläschen und wenn wir das Ganze mal so schwenken tun, sehen wir es schon, bleibt schön an der Glaswand haften. Ich würde sagen, 90 Sekunden Standard hält das hier auf jeden Fall durch. Schaut mal, sieht ganz gut aus. Und dann schauen wir uns mal an, was wir sonst noch da entdecken. So, das schlägt jetzt ein bisschen, wie gesagt, frisch aus dem Kühlschrank. Im Farbspektrum ganz klassisches Getreidegold, so wie man sich einen Pilz vorstellt. Schön glänzend, das Ganze ist filtriert. Karbonisierung würde ich auch sagen, hier kompletter Durchschnitt. Ja, schön gleichmäßige Perlung. Von der Tiefe her, ja, ist auch absolut solide, nicht verblasst oder verwässert oder so. Sieht also auch hier sehr, sehr gut aus. Ja, Freunde, das ist meines Erachtens absolut solide von der Optik, von der Ästhetik. So möchte ich es auch bewerten. Komm, geben wir 4 von 5. Schrägstrich, 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Ich finde, es sieht appetitlich aus. Finde ich gut. So, dann müssen wir mal anschnuppern. Ja, riecht auch wie so ein klassisches Pilz, also eher ein bisschen frisch, herb. So in diese Richtung würde ich das Bouquet tatsächlich auch bezeichnen wollen. Jetzt nicht so lieblich oder so vom Malzkörper her. Wir hatten ja neulich erst wieder eins gehabt, was eher so ein bisschen lieblicher daherkam. Ja, das hier würde ich so als frisch herb, so vielleicht leicht grasig, so in diese Richtung würde ich es vielleicht sehen wollen. Ja, auch erstmal, ne? So, ich würde sagen, probieren wir es mal, oder? Genau, der Eindruck. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Oh, die ist aber pappig, was? Die ist aber pappig. Ja, Freunde, Antrunk. Ich sagte schon, das allererste, was mir sofort so in den Kopf reinkommt, so auf der Zunge, beziehungsweise, Mann, das ist aber ein bisschen pappig für einen Pilz, ne? Weil wir müssen überlegen, von der Trinktemperatur her sind wir jetzt schon so ungefähr so bei 6 Grad, also ideal für diesen Bierstil. Und man merkt halt auf der Zunge so, oh, das ist aber so ein bisschen so eigentlich das, was wir von dem Export ja eigentlich kennen. Ne? So diese so, naja, das so ein bisschen pappig ist. Ansonsten, was kann ich sagen? Von den Attributen her, ganz klar dynamisches Bier. Hat einen guten Zug drauf, will getrunken werden. Das ist schön spritzig, das ist erfrischend, zweifelsfrei. Das heißt also, von den Aromen her jetzt nicht so stark ausgeprägt oder von großen Aromaspitzen beseelt, sondern tatsächlich nur da, wo es auch drauf ankommt bei einem Pilz, ist das immer wieder leicht wahrnehmbarer Malzkörper, kleiner Fruchtkörper, ja, überreife Apfel, überreife Birne und danach hinten raus ein bisschen Hopfen halt, ne, dass man so ein bisschen was Herbes noch hat. Das steht traditionell eigentlich für einen Pilz. Das heißt, diese Schlichtheit finden wir auch hier aus diesem Grund von den Attributen ganz klar dynamisches Bier. So,
Ja, hat mich jetzt hedonistisch nicht umgehauen, aber wir gehen jetzt immer trotzdem noch rein, nehmen nochmal einen zweiten Schluck, einen dritten, vierten, fünften und dann wollen wir mal gucken, was wir noch drin entdecken, ne? Das wollt ihr ja auch wissen. Also, wollen wir nochmal gucken hier. Also der Malzkörper beim Bending hier ist, ich weiß jetzt nicht, was Römerpilz übrigens ist. Es ist das erste Römerpilz, was ich trinke. Aber ja, der ist jetzt nicht so stark ausgeprägt. Also es ist jetzt nicht so getreidig, es ist auch nicht nussig, es ist auch nicht lieblich, sondern der Malzkörper, der ist hier wirklich eher so ein bisschen sekundär. Der ist eigentlich kaum wahrnehmbar. Ja, da ist ein bisschen was, was einen so an so einen Malz erinnert halt, ne? Aber das ist ganz, ganz dezent im Hintergrund. Fruchtkörper genauso. Du merkst zwar ein bisschen was, aber ist jetzt auch nicht groß der Rede wert. Da muss man sich schon sehr stark konzentrieren drauf. Und es ist eher so eine, ja, doch eher so eine stumpfe Körnigkeit. So möchte ich es vielleicht mal ausdrücken. So was, was so ein bisschen was Dumpfes, so ein bisschen was Grobes, jetzt nicht so schön fein ausbalanciert, kommt es schon ein bisschen ruppig tatsächlich daher. Und nach hinten raus ja, da hast du wirklich noch so eine typischen, ich nenne es jetzt mal billigen ja, Hopfen, der halt so ein, ja, ein bisschen herbe halt nach vorne, ein bisschen bitter halt so, ne, nach vorne bringt so. Ja, Freunde, das ist jetzt wieder so ein Kandidat. Wie willst du sowas bewerten? Wie willst du das noch besser beschreiben? Das ist ein klassischer Industriestandard. Machen wir uns mal nichts vor. Da hat so jedes Bundesland sein eigenes. Für mich persönlich muss ich sagen, ich finde es ein bisschen zu verwässert. Dieses Verwässerte wird auch ein bisschen bappig, vermutlich durch diesen Malzkörper, der dann so halt so, ja, so ein bisschen im Abgang, so, ja, du merkst halt, es ist ein bisschen bappig, was man normalerweise von einem Export her kennt. Ich weiß nicht, ob es mit dem Römerpilz zu tun hat. Und da hinten raus ist es mir einfach zu lieblos herb, sage ich jetzt mal, ja. Nicht, dass wir es falsch verstehen, Pilzbier, sage ich immer wieder, sollte auch eine gewisse Hopfenherbe haben. Gerade so die norddeutschen Biere, ne, die liebe ich ja, Flensburger, Holsten, ich nenne sie ja immer wieder ganz gerne. Das Jever natürlich auch, ne? Und das ist hier einfach nur so ein Gang, wo ich sage, ja, da kommt das nicht so schön rüber. Ja, das ist eher so ein bisschen stumpfer. Es kommt so stumpfer daher. Dennoch ist es trinkbar. Das ist kein schlechtes Bier, um Himmels Willen. Das kannst du für einen Industriestandard, kannst es trinken. Und ich bin mir sicher, es wird auch den ein oder anderen Liebhaber haben. Du sagst, okay, für so ein kleineres bis mittleren Geldbeutel bekomme ich hier ein ehrliches, anständiges Pilzbier, was man eigentlich das ganze Jahr über trinken kann. Und genau das kann dieses Binding-Römer-Pilz hier. Das kannst du das ganze Jahr über trinken, da machst du nicht viel falsch. Es ist aber kein hedonistischer Hochgenuss. Also auch in der Kategorie Industriestandard wissen wir, okay, da gibt es halt schon noch die größeren Brauereien, die noch ein bisschen mehr Schmackes haben, ne? So ein bisschen mehr gewagter. So. Das ist so hier eher so ein bisschen glatt gebügelter. Letzte große Frage, Wiedererkennungswert. Hat es Binding-Römerpilzen Wiedererkennungswert? Ich würde sagen, ja, zum Teil. Aber bei einer Blindverkostung würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Wir wollten ja immer irgendwann noch mal eine Blindverkostung mal machen. Vielleicht schaffen wir das mal nächstes Jahr oder so. Mit meiner Freundin mal absprechen und dann können wir das mal gucken. Aber ich denke mal, so müsste man es theoretisch herausschmecken können, denke ich mal. Weil gerade so hinten, weil es halt sehr stumpf ist. Ja, es ist so wirklich brachial stumpf von der Herbe her und nicht so gut feinjustiert, dass man es eigentlich rausschmecken müsste. Aber ich lehne mich da mal nicht aus dem Fenster. Also, Fazit zusammengefasst, Binding Römerpilz ist ein Bier, Industriestandardkategorie, kann man zweifelsfrei trinken, kein Problem mit, geht das ganze Jahr über, wird seine Fans haben. Ich persönlich sage, ja, da fehlt mir noch so ein bisschen Pep und in der Kategorie Industriestandard habe ich da schon so ein bisschen Interessanteres, Spannenderes getrunken. Aus diesem Grund gibt es von mir, ja, ich würde sagen, das ist ein guter Durchschnitt, oder? Das ist ein solides Bier, das ist ein guter Durchschnitt. So möchte ich es auch bewerten. 3 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Ja, und damit sind wir draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.